Naja, jetzt werden wir mal einen anderen Nikolaus und ein anderes Weihnachten oder Vorweihnachten erleben. Trotzdem, glaube ich, werden wir es gut hinbringen. Herr Bürgermeister, was sagen Sie? Das ist eine Wendhofener Spezialität. Wir schaffen alles, oder Herr Beate? Das glaube ich auch. Das haben schon sozusagen... Da haben wir schon andere Sachen gemacht. Also werden Sie auch schaffen. Etwas, eine Innovation, eine Neuigkeit, und dafür ist ja Wendhofen bekannt, aber nicht nur Wendhofen, sondern auch der Initiator ist dafür bekannt, der Karl Beate hat vor einiger Zeit, also ich glaube vor fast einem Jahr, schon angefangen und gesagt, das Thema Nikolaus in Wendhofen, das wäre doch etwas. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die in der Historie begründet sind, stellen wir doch dieses Thema Nikolaus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Auslage. Und so gibt es etliche Nikolaus-Aktionen vom 26. November bis zum 6. Dezember. Nona, der Höhepunkt. Und lieber Nikolaus, ich freue mich, dass du auch heute schon den Weg hierher gefunden hast. Ich weiß, dass du ja wirklich in vielen Vorbereitungen steckst. Du musst ja trotzdem all die braven Kinder besuchen. Und das ist sehr viel Arbeit. Und ich freue mich, dass du heute hier wirklich auch bei uns da bist. Und da werden wir entweder in der Franziskuskirche mit einer Großstatue, beim Flügel da in der Pfarrkirche oder auch in den Ortsteilen, wir wissen ja Niglon insbesondere, wo der Name herkommt, aber auch Windhoek ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Und losgehen wir jetzt einfach am 26. November mit der Eröffnung um 10 Uhr am oberen Stadtplatz. Ja, bitte, schau, weil da dürfen sie eh noch die braven spielen. Nikolaus von steirischen Mundartdichter Hans Klöpfer. Um die Lichtzeit war das heute im Dorf geschrien. Ist der Bartel umgegangen und der Bischof auch. Hat kein Kind sich mehr in die Finzen rausgetraut, haben den Stiewel drei zum Becken geschaut. Schwarz und zuttert wie ein rechter wilder Bär. Tobt der Bartel in der großen Zersch daher. Ruffelt mit der Ketten, bumpert an die Tier. Spring ins Haus und zeig der Laungeruhten für. Hätten Weibersimmel bald den Kraxel gespürt und im Michel ist ein ganz Mal leer passiert. Wenn ich gewusst nicht hätte, das muss der Bartel sein, hätte ich geschworen,
der Forstadjunkt steckt rein. Auf und auf für Silber in der Raunkenfahrt ist auf und auf für Silber in der Raunkenfahrt. Alt und mit einem schneeweißen Bart ist der Bischof gewesen mit seinem krummen Stab. Und was ich dann auch so gesehen habe, mit einem feinen Nasen und zwei blauen Augen, wie sie sonst noch wie ein junges Dirteltaum, hat die Kinder ausgefragt, da dann letztes halt aus, wie halt sitzt auch gerade der heilige Nikolaus. Und sowohl ich sitzt, als Christen gleich ich bin, hätte ich gemacht, es war die junge Lehrerin. Wie es von letzten Kaiserl wieder heim zu gehen, hebt es dann Schneim an, so dick und wunderschön. Und der Bartl legt seine schwarze Schaufelhöhe über den silbernen Bischof seine Achselnstuhl. Halb neun schlägt vom Turm die Kirchenuhr und das Dörfern liegt in Fried und Ruhe. In dem Schulhaus, alte Mutter Gotteskreuz, mit seinem Schindeldacherl war verschnitten bereits. Ein Laterntl brennt da vorne höh und warm. Und die Himmelmutter hob ihr Kind in Arm, wie zur Maiandacht. Und unter der Lindenjust hat der Bischof still im Battelbust. Sehr schön, Frau Blumer. Das war ganz was Liebes. Kennen Sie noch mehrere Gedichte? Ja. Das war mal. Da werden wir mal was machen. Ich kenn viel. Aber heute haben wir mal den Nikolaus gemacht. Ja, einen Klöpfer, wo ein Stolbeck da und Bauernhausen. Und das mit den Nikolaisinnen und Leise, das war scheinbar alles schon ein Problem, gell? Gell? Ja, gell? Heute ist der 19. November und der Nikolaus hat seinem Werk in Weidhofen an der Ibs begonnen. Lieber Nikolaus, von oben scheint sogar der Vollmond an diesem Tag herunter. Und hier in der Ölberggasse sehen wir ihn. Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend